Wir sind hier auf dem Betrieb Unterfahrnere. Die Unterfahrnere liegt auf 1300 Meter über dem Meer und ist ein Ganzjahresbetrieb. Auf unserem Betrieb produzieren wir mit Mutterkühen Kalbfleisch, das sogenannte Wild, produzieren. Nebenbei haben wir auch noch eine Schafzucht, wo wir vorwiegend die Lammer in der Direktvermärtung weitergeben. Die Unterfahrnere, der Betrieb, der liegt in der Gemeinde Schüpfen. Das gehört zu der Biosphäre Entlebuch. Auf diesem Betrieb hier bin ich aufgewachsen, habe meine Kindheit hier verbracht. Meine Eltern wohnen hier und ich bin bis vor einem Jahr auch in diesem Haushalt gewohnt. Dines, meine Lebenspartnerin, hat im Dorf eine Mietwohnung gehabt. Seit einem Jahr haben wir jetzt die Gelegenheit gehabt, in dieser Finnishütte die Mietwohnung zu mieten. Weil da ist es so klein, dass wir für zwei Familien geht das nicht in diesem Haushalt drin. So sind wir auch ein bisschen separat für uns, aber es hat natürlich auch den Nachteil vom ganzen Weg. Man muss natürlich immer am Morgen und am Abend, zuerst vor dem Arbeiten, muss man von der Finnishütte auf den Betrieb fahren und dann wieder zurück. Und das ist natürlich relativ aufwendig und das Hauptproblem liegt sicher darin, dass man nicht selber auf dem Betrieb wohnt. Man sieht nicht, was im Stall geht. Meine Eltern arbeiten natürlich tagkräftig mit auf dem Betrieb. Das ist auch für mich der Grund, dass ich so viel auswärts arbeiten kann. Aber wenn meine Eltern ein bisschen mehr kürzer treten und nicht mehr so mögen, dann kann ich auch weniger arbeiten. Und das muss auch der Betrieb nachher sicher auch schauen, etwas abzuwerfen. Also man probiert stetig irgendetwas dazu zu machen mit einem Nebenerwerb, aber wo man vom Betrieb aus machen kann. Wir stehen hier vor der Scheuer. Auf der linken Seite wird unser neues Haus entstehen, unser neues Zuhause. Mit dem Carport, wo man zuerst kommt. Dann gibt es nachher eine Stube Küche, die Oberstube. Am unteren Boden gibt es Zimmer und einen Stock weiter unten. Das heisst auch die Unterstunde. Es gibt Schmutzschleusen, also man direkt wieder in den Stall überkommt. Plus auch der Verarbeitungsraum bzw. Produktionsraum von unserer Direktvermarktung von Schaf- und Lammfleisch. Die Direktvermarktung möchten wir eigentlich aus dem Grund vermehrt machen, als wir wissen, woher halt durch das Fleisch geht, bzw. auch Kunden wissen, woher das Fleisch überhaupt kommt. Das ist für uns eigentlich zum Wohl des Tieres im Vordergrund. Es kann recht tun, hier im Entlebuch. Wenn es so schneit wie jetzt, dann sind die 2 Kilometer zum Hof der Familie Felder eine weite Strecke. Dann ist man froh, wenn man gerade vor Ort wohnt. Armin und Ines, die wollen das jetzt machen. Die wollen hier ein Stückchen bauen und direkt können beim Stall, bei den Tieren leben. Ganz allein geht das aber nicht. Darum helfen Sie doch jetzt mit und spenden Sie für die Familie Felder.